Eine künstlerisch begabte Abiturientin wird von ihrer Kunstlehrerin unglücklich beleidigt. Das bringt zwei ihrer Mitschüler näher zusammen, die sie mit einem ausgeklügelten Plan rächen wollen. Eine problematische Konstellation, in der sie sich aber behaupten kann. Spitzweg ist keine historische Künstlerbiografie, sondern ein elegant geschriebener Bildungsroman, irgendwie in der Gegenwart, gleichzeitig aber herrlich aus der Zeit gefallen und gerade wegen der Lücken im Zeitgeist trotzdem aktuell. In 24 Stunden geht es viel um Kunst und Kunstwissenschaft, Ästhetik, Romantik, Freundschaft und Schallplatten und vor allem um viel Künstlichkeit und Oberfläche. Gibt's auch in der schicken Büchergilde-Version.